einen schönen dritten Advent, glaube ich. Dritter Advent ist heute. Wir sind jetzt kurz hinter Atlanta. Und wie auch nicht anders zu erwarten, mit Stau oder zäh fließendem Verkehr. Da vorne blinkert es blau. Naja, das wird auch mit ein Grund sein, warum hier Stau ist. Weil wenn ein blau blinkendes Auto auf dem Seitenstreifen steht, dann flippen sie ja immer gleich aus und kriegen die Schweißperlen auf der Stirn. Oh, da müssen wir auch mal langsam fahren. Soll er einfach links rüberfahren und gut ist? Ja, so wie ich jetzt. Weil ich muss jetzt sowieso links rüber, weil hier eine Abfahrt ist auf der rechten Spur. Ja. Das ist der typische Sonntagsverkehr. Verstehe nicht, warum die Leute halt nicht in der Woche. Mein Gott. Ach, ist ja auch wurscht. Ach gut. Da drehe ich mich auf. Hab nur noch eine Woche. Dann ist Urlaub. Mal wieder. Bin ja sowieso nur im Urlaub. Viel zu viel Urlaub. Stau ist. Versteht echt nicht. Dürfte aber jetzt gleich vorbei sein. Nach Karte müsste das jetzt vorbei sein. Aber gut, ich hab's ja nicht so eilig. Hab jetzt noch 2,5 Stunden bis zum Kunden. Morgen früh abladen. Ja, schöne leichte Ladung, ne? Ja, und mal schön reinquetschen. Du auch noch, ja klar, komm. Du auch noch, komm. Ja. Niemand den LKW rein. Ich verstehe das nicht. Warum lässt niemand den LKW rein? Ja, diese verfluchten Autofahrer. Ja, die quetschen sich überall rein. Aber wehe, du willst mal irgendwo in eine Lücke rein, ne? dann ist Polen offen. Dann bist du der große Arschloch der Welt. Gott. Schönen guten Morgen. Wir haben Montag, den 13. Stimmt doch, oder? Ja, 13. Dezember. Bin gestern Abend noch nach Tiften gefahren. Also gestern Mittag bin ich losgefahren, bin gestern Abend angekommen. Waren 5 Stunden Fahrt von zu Hause. Und habe mich hier direkt beim Kunden hingestellt. Wir haben es jetzt 6.43 Uhr. War natürlich auch ein sehr ruhiges Stehen hier, weil es kein LKW hier weit und breit gab. Doch der eine da hinten, der hatte sein APU laufen, aber nur Sattelzugmaschine. Und eben gerade ist noch jemand gekommen, der hat sich hinter mich gestellt. Ansonsten war es sehr ruhig, sehr, sehr ruhig, muss ich sagen. Hab eigentlich ganz gut geschlafen. Und Käffchen haben wir schon.
Dann werde ich gleich mal jetzt zum Pförtner dackeln, zu Security heißt der jetzt so schön. Neumodisch heißt ja nicht mehr Pförtner. Und werde mal fragen, wann die anfangen hier mit Shipping. Shipping. Ja, und dann schauen wir mal, was wir noch kriegen. Ich denke mal, eine Ladung mache ich noch, vielleicht nach PA oder so. Ich habe gestern schon erzählt. Und dann geht's ja wieder nach Hause, dass ich spätestens Samstag zu Hause bin. Allerspätestens. Und dann ist schon Urlaub. Montag wird geflogen. Nächsten Montag. Ja, und dann ist das Jahr ja auch schon wieder fast um, ne? Da wird nicht viel kommen mehr an Videos, denke ich mal. Ich denke mal, das wird hier vorerst das letzte sein dieses Jahr. Auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, möchte ich mich bei allen Abonnenten bedanken, dass sie mir immer treu zur Seite standen, für die vielen netten Kommentare, für die reichliche Anzahl an Mitgliedern, die trotz Mitgliedschaft nichts bekommen von mir. Außer ab und zu mal vielleicht ein Video, was sie sich früher angucken können. Also wenn ich es hochlade und normalerweise für Sonntag früh ist bei euch, können die sich das schon Samstag angucken oder so. Na, einen Tag vorher. Das werde ich in Zukunft auch ändern. Versuche zu ändern. Versuche. Ja. Möchte nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Dass die Mitglieder die Videos auch ohne Werbung gucken können. Vorher. Und ja, dass sie wenigstens ein bisschen was haben für ihren Dollar im Monat. ja. Das war meine morgendliche Ansprache jetzt am Montag. Ne? Und wir werden es im Laufe des Tages und der Woche noch ein paar Mal sehen. Also in diesem Sinne, bis später. So, wir sind jetzt beim Kunden angekommen in Florida, Tallahassee, Florida. Kriege 12 Paletten Steine, also hier so eine Mauersteine. Sowas hier, Mauersteine halt, ne? Und fahre damit nach Albany, Georgia, also 100 Meilen.
ganze 100 Meilen fahre ich damit. Mehr so eine Ladung hätten, dann würde ich hier jeden Tag hin und her fahren. 41.000 Pfund, auch nicht so schwer, passt doch. So. guten Morgen, Sonnenschein. Einen wunderschönen Dienstag. Guckst du? Herrchen singt, ja. Ja, wir stehen hier immer noch beim Lowe's. Lowe's Baumarkt. Und gestern hier die Ladung abgeladen. Die Ladung Steine. Beton, Steine. Und dann habe ich gestern gesagt, okay, dann bleibst du hier stehen, weil ich habe da noch nichts mehr gefunden auf dem Loadboard. Aber die Ladung gestern war der Hammer, ey. Kann man nicht meckern für 10 Dollar die Meile. Kann man ruhig mal machen zwischendurch, ne? Ja, war okay. Na, jetzt machen wir erstmal einen Kaffee. Lenkrad putzen. Jetzt mache ich mir erstmal Kaffee, dann suche ich mir jetzt hier noch eine Ladung und dann geht er weiter. So, wir sind jetzt beim Kunden. Holzladen. Ladung wird schwer, weil er fragte mich, wie viel Diesel ich im Tank habe. Bei der Frage bin ich sicher, dass es schwer wird. Aber ich brauche nicht tarpen. Eingeben NC an. NC Highway 150, da haben wir es auch. North. 464 Meilen. Naja, läuft. Aber scheiße schwer. Scheiße schwer, der Mist. So, meine Holzladung, vorne drei Gurte, Mitte jeweils zwei Gurte, hinten drei Gurte, vorne hinten gedreht, in der Mitte nicht gedreht, Kantenschoner. So, und hier, da war eine Frage, wie meine 4x4s festgemacht sind. Die muss ich jetzt festmachen und es ist eine gute Gelegenheit, euch ja zu zeigen. Also, da ist hier in der Mitte so eine Ratsche festgemacht, unten am Rahmen, und da macht man die einfach fest. So, fertig. So, hier bei der Ratsche, die ist genau über den Reifen, deswegen musste ich hier so eine Handratsche nehmen. Muss ich bloß noch den Gurt festmachen. Macht man am besten mit einem Bungee Strap, dann hält es am besten. Gut ist. Stehst du? Warm ist das? Boah, ist das warm. Erstmal Pullover ausziehen, ey. Ja. So. Fest. Kann jetzt nicht mehr rausfallen. So. Tarpen brauche ich nicht. Jetzt noch über die Waage rüber, gucken wir, was wir das Gesamtgewicht haben. Auf jeden Fall schwer. Sackschwer. Aber gut, it is what it is.
cruising, headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, bright is the... Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Draußen sind minus 3 Grad, North Carolina. Heute früh vorhin, wir haben es jetzt 6.40 Uhr, um 5.30 Uhr klopft er an der Tür, war noch im Tiefschlaf, dass ich dem hinterherfahren soll, dem Gabelstaplerfahrer, weil er mich abladen will. Sehr geil. Also, bin jetzt schon leer. Also wir drehen heute mal den Spieß um. Erst abladen und dann Kaffee und fertig machen für den Tag. Übrigens, Cherry, voll. Cherry, gib mal. Das Schneckentier hat heute Geburtstag. Ne? Schnecki hat heute Geburtstag, ja? Ja. Schnecki wird heute 10 Jahre alt. 10 Jahre. Ja, wir haben heute Mittwoch übrigens und werde heute noch eine Tour nehmen, runter nach Georgia oder South Carolina oder Alabama vielleicht oder so, und dann werde ich nach Hause fahren. Jetzt wird erstmal Kaffeewasser warm gemacht und dann gucken wir mal nach einer Ladung. Ich muss eh noch anderthalb Stunden muss ich noch stehen bleiben. Weil meine Uhr abläuft, meine Uhr noch nicht abgelaufen ist zum Weiterfahren. Ich musste dann im Schritttempo dem Gabelstapler hinterherfahren, dass meine Uhr nicht anspringt. Naja.